Hey, Schiri! Iss mal eine Karotte, ist gut für die Augen. Ach, lieber ein Bauch vom Saufen als ein Buckel vom Arbeiten. Ne? Meine Tipps für einen flachen Bauch. Man muss flache Sachen essen. Also mal Toblerone und Calzone vermeiden. Ne? Also zu mir gesagt, komm Uwe, mach's wie der Baumgart in Bayern. Aber er ist ein bisschen unentschieden. Männer! Ne? Aber das Gute ist, das haben der Baumgart und ich gemeinsam. Ne? Wenn man Bauch einziehen, dann war man nicht schlanker, aber wir können die Zahlen auf der Waage lesen. Hermann, sehe ich dich hier auf dem Platz rumhüpfen, dann weiß ich auch, warum Kängurus keine Titten haben. Ja, und die Bayern haben jetzt ein neues Spielmotto, dank Serge Gnabry. Hier, Laufsteg statt Laufweg. Als ich den Gnabry in seinen Fashion Week Outfits gesehen habe, wusste ich jetzt nicht, sieht er jetzt professionell bescheuert aus oder braucht er Hilfe, weil er einen Weg aus dem Altkleidercontainer nicht findet? Lädst du den Gnabry zum Umzug ein, ne? Kommt er als einziger im Kostüm, während alle anderen einfach Möbel schleppen. Ja, schön, Gnabry, dass es in Mode ist. Sieht trotzdem kacke aus, ne? Eine Schnecke produziert ja Schleim, um vorwärts zu kommen. Das ist das Einzige, was dem Gnabry jetzt beim Nagelsmann und beim Brazzo noch helfen kann. Wobei der Brazzo ja gleich gesagt hat, das Verhalten vom Gnabry, das war komplett amateurhaft. Brazzo, ich bitte dich, amateurhaft. Wir haben doch Style. Wir fahren doch nicht für einen Tag auf dem Sonntag, wenn wir frei haben, nach Paris. Da kostet ein großes Pilz 9 Euro. Naja, vielleicht fahren die Bayern jetzt nochmal ins Trainingslager. Nach Frankreich, in der Bredouille. Stefan, deine Steckenpferde sind auch, ne? Mode und klassische Musik. Du denkst auch, die Zauberflöte ist von Beate Use und nicht von Mozart. Beim FC Bayern müssen sie mal lernen, sich wieder auf das Wesentliche zu konzentrieren. Guck mal, das ist wie bei der Muppet Show. Da weiß auch jeder, die Miss Biggie hat was mit dem Kermit. Aber wenn Showtime ist, ist Showtime. Da sagt die Miss Biggie ja auch nicht kurz vorher, ah, ich kann nicht auf die Bühne, weil ich habe noch einen Frosch im Hals. Christian! Was ist denn dein Beziehungsstatus? Tun, Respekt, wer es selber macht? Oder was? Ja, und bei Hertha und Schalke, da laufen die ersten Gespräche. Ja, sicher. Die beiden Vereine, die kannst du doch fusionieren. Da wird in der Bundesliga jedenfalls wieder spannend. Dann stehen nicht mehr zwei Absteiger fest, sondern nur noch einer. Hertha, ey. 0-5 zu Hause ey, gegen Wolfsburg. Felix Magath gefällt das. Ja, aber der Hauptstadtclub hat jetzt einen neuen Investor hier. 777. Hätten besser mal 666, the number of the beast genommen, ey. 77 oder 777 hat folgende Strategie. Nicht börsennotierte Unternehmen sollen mit Unternehmen zusammenarbeiten, davon profitieren, wenn die wieder zusammen... Verstehe ich genauso wenig wie die Hertha. Ich will ja jetzt vor dem Berliner Derby nicht schwarz malen, ne? Weil das Porträt vom Berliner Trainer würde eh keiner kaufen. Aber wenn dir als Trainer gesagt wird von Freddy Bobic, ich stehe komplett hinter dir, dann weißt du jedenfalls, wo die Falltür ist. Andi, wenn du auf dem Platz läufst, sagst mal Hallo und nicht wie eine Kaffeemaschine einfach durchlaufen. Ja, und bei Schalke, da sprechen die Zahlen mittlerweile für sich, ne? Von 17 Ligaspielen 12 verloren. Das läuft da mittlerweile so gut, dass ich schon überlegt habe, den Laden einfach zu übernehmen. Aktuellen Schalke-Trainer behalte ich aber als Co, ne? Klar, Reis als Beilage. Bei Schalke 04 und bei uns, da sitzen mittlerweile auf der Tribüne die gleichen Scouts. Nämlich so alte Schulranzen aus den 90ern. Ne? Ich habe aber ein Angebot für Schalke 04. Wenn es bei euch eine Kabine wieder Kuchen gibt, dann leihe ich euch für den Rest der Saison fürs Tor meinen Hermann aus. Hermann, super! Du hast die Figur vom letzten Jahr gehalten. Du passt ja immer noch in dieselben Flipflops. Kevin! Boah, der ist so hohl. Der hat seinen englischen Verwandten erzählt. Er ist geboren in Thüringen. I am born in door wrestling.